Noch strömen die Berliner bei sommerlichen Temperaturen in die Freibäder der Hauptstadt. Doch die Bäderbetriebe bereiten sich schon auf die kommende Hallenbadsaison vor und nutzen die Zeit, um dringend notwendige Sanierungen vorzunehmen. In den letzten Jahren wurden rund 70 Millionen Euro in die Sanierung von Bädern investiert und diverse Bäder sind saniert worden. Im Augenblick haben wir 4 in der Sanierung. 3 davon werden im nächsten Jahr wieder ans Netz gehen. Und das wird in den nächsten Jahren fortgeführt werden müssen, leider. Doch die Sanierung ist nicht die einzige Baustelle der Berliner Bäderbetriebe. Wie auch schon in den vergangenen Jahren kam es auch in diesem Jahr wieder zu Gewaltausbrüchen in Freibädern. Wie zuletzt am vergangenen Wochenende in Pankow. Nachdem knapp 60 Polizeibeamte das Freibad geräumt hatten, wurde ein Familientag ausgerufen. Junge Männer zwischen 13 und 25 Jahren hatten keinen Zutritt mehr. Also die Bäderbetriebe schließen niemanden aus. In allen Berliner Bädern ist immer ganz herzlich jeder willkommen. In Pankow haben wir in der Tat einen Familientag gehabt. Da haben sich die Familien super gefreut, dass sie einen entspannten, ruhigen Tag gehabt haben. Da gab es einige junge Leute, die das den anderen Badegästen sehr schwer gemacht haben, sich dort zu erholen. Und das mussten wir kurzfristig in den Griff bekommen. Wenn man zulässt, dass dort große Gruppen randalieren, ob man da nicht genau die anderen ausschließt. Und das können wir nicht zulassen und das wollen wir nicht zulassen. Das werden wir auch nicht zulassen. Ob dies jedoch eine zukünftige Lösung sein kann, wird von der Politik bezweifelt. Ich glaube, dass es eine richtige Entscheidung war, kurzfristig zu reagieren, wenn Probleme im Bad als solches auftreffen. Man muss natürlich schon darüber diskutieren, ob es dann als ein wesentliches Element eines Konzeptes dienen kann, bestimmte gesellschaftliche Gruppen auszuschließen. Da habe ich meine Zweifel. Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert nun kurzfristig mehr Sicherheitspersonal und Konfliktlotsen in den Freibädern einzusetzen. Ob das allerdings auch ein Konzept für die nächste Saison ist, das wird der Sportausschuss nach der Sommerpause klären.